Stärksten Leser auf YouTube. Ich habe damit schon mal 10 Luftballons geplatzt. Da habe ich euch versprochen, dass ich CD-Hüllen damit durchbrennen will. Ich finde, das ist ein guter Test für das Leser. Wäre cool, wenn der wenigstens eine schaffen würde. Leute, lasst uns wetten. Stellt das Video auf Pause und schreibt mir in die Kommentare, wie viel Zeit braucht der Leser, um alle Wände durchzubrennen. Meiner Meinung nach wird das Leser ungefähr 5 Minuten brauchen. Eine Minute pro Wand. Ich warte auf eure Meinung, Leute. Solche Wände habe ich aufgestellt. Lasst uns ausprobieren, ob das Laser wenigstens eine schaffen würde. Für euch wird das nur eine Minute dauern. Ich werde aber Zeit stoppen, um zu sehen, wie viel es wirklich braucht. Hier ist unser Laser. Es ist alles bereit. Laser an und die Stoppuhr an. Erstes Mal ist beim Laser Akku leer geworden. Ich habe es nicht einmal gemerkt, dass es schon 4 Wände durchgebrannt hat. Zuerst hat man das nicht gesehen. Dann habe ich das kleine Loch auf der Wand, die zum Schluss stand, entdeckt. Ich habe die Möglichkeiten des Lasers total unterschätzt. Ich will das Experiment weitermachen und lade jetzt die Akkus auf. Die reichen ungefähr für 5 Tage, wenn man eine Stunde pro Tag das Laser benutzt. Unsere Akkus sind jetzt aufgeladen. Ich bin bereit, ihn das zweite Mal zu testen. Phänomenal, Leute, er hat das in 23 Sekunden geschafft. Ich habe das Laser total unterschätzt. Ich dachte, dass er 5 Minuten brauchen wird. Es hat aber nur 23 Sekunden gedauert. Man muss mit dem echt aufpassen und die Augen schützen. Wie immer frage ich euch, Leute, soll ich mit dem Laser weitermachen? Bei 5000 Likes werde ich mit dem Laser in den Wald gehen und versuche damit Feuer zu machen. Oder ich veranstalte eine Lasershow. Teilt das Video mit euren Freunden, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen, und bis bald.